Ach ja, Ladebildschirme, wie ich sie immer wieder vergesse. Ja, richtig schön Banelinge morphen und dann einfach alles überrollen. Das ist mein Plan hier. Ich weiß gar nicht mehr, was hier so abging, möchte ich mal es so ganz fesche ausdrücken, in dieser Mission. Ich kann mich an die nächsten so ein bisschen erinnern, zumindest noch. Ja, man kann gespannt sein. Vor allem bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Story denn nun wirklich ausgehen wird. So ein paar Sachen weiß ich ja schon, da ich ja schon eine Weile gespielt habe, aber ja, ich kann wirklich mit gutem Gewissen sagen, ich habe noch keine Ahnung, was mit Jim Rayner passiert. Absolut nicht. Und auch nicht, was mit Nova passiert. Und schon gar nicht, was mit Tosh passiert ist, aber ich glaube, er spielt keine Rolle mehr. Ich weiß nicht. Ich habe so eine böse Vorahnung, dass er nicht mehr wiederkommen wird. Ich weiß nicht. Tja. Ansonsten lese ich gerade wieder ein StarCraft-Buch. Es heißt War Games und ist so eine Ansammlung von ganz vielen Kurzgeschichten im StarCraft-Universum. Ich bin echt gespannt. Ich bin noch nicht so weit gekommen, aber bisher ist es recht interessant. Vor allem mit dem Wissen halt, dass die Geschichten diesmal nicht so ewig lang sind, sondern bloß kurze Ausschnitte. Und damit kann bestimmt eine ganze Menge beleuchtet werden im StarCraft-Universum. Ja. Besonders, weil das Buch selbst, glaube ich, also keine Ahnung, 600 Seiten hat. Also es ist extrem dick. So, aber erstmal genug vom Buchwissen rein ins Spielwissen. Zagara's brood is currently huddled in Char's acid marsh, where you stored millions of eggs for future use. From the location of her hive cluster, it appears Zagara intends to gather as many eggs as she can. She's trying to build an army. But how will she hatch the eggs? She can place them in a birthing pond to quicken. I have located our hive cluster near one such pond. Then I'll collect enough eggs to spawn an army and destroy Zagara. Na, dann machen wir das. So, erstmal wieder in alles reinkommen. Queen können wir gleich mal spawnen und hier ein paar Drohnen müssen drin sein. So, ich bräuchte 50. So wie immer. So. Und wir müssen Eier sammeln. So, mit den Creep-Tumoren kenne ich mich so gar nicht aus. Ich weiß, dass Creep-Tumore nicht schlecht sind. Aber wie die sich weiter fortpflanzen quasi. Keine Ahnung. Zagara has drawn the attention of some feral banelings. They are Banelinge! attacking her. Sehr gut. Zack, Peng, Bumm. Fertig. Zagara has deep tunneled back to her base to recover her strength. She will return. Banelings very useful. Morph from Zerglings. Any Zergling can morph to Baneling. Overlords. Gleich mal drei. I can sense the unhatched eggs. Now I just have to get them before Zagara. This world is mine. Na dann mal los. Plus eins, das ist schon mal gut. So. Jetzt drohen wir noch ein bisschen. Brauche ich hier noch irgendwas von? Eigentlich nicht. Out with it. Und ja, mal gucken. Nothing stands in my way. Oh. The swarm never rests. Let's get this War natürlich gerade schlecht. Das war besser. And now you shall pay. There's not much time. So, werden wir mal fleißig. Something is different about this nest. This baneling nest is ready to hatch immediately.
So, fleißig Zerklinge pumpen. Gleich noch zwei Queens oder eine. Out with it. Hier haben wir Banelinge bekommen. Push ahead. So, noch ein paar lustige Eierchen. Nothing stands in my way. Und Attacke. This world is mine. Oh, da ging aber einiges kaputt gerade. Das habe ich aber nicht gesehen. The swarm never rests. Dass da auch an den Gegnern, dass bei den Gegnern ein paar Bändlinge waren, habe ich natürlich voll alles reinlaufen lassen. Spitze. So, alle eingesammelt. Und gleich mal hier ein Bändling-Nest. So. Out with it. Warum habe ich denn jetzt Kerrigan drin, verdammt? What is it now? So. Ach, warum habe ich denn die Sword Mann. So, Hatchery. Zerglinge pumpen ohne Ende. Und wir können mal gucken, ob wir jetzt hier eine Evolution. Ja, Evolution? Nein. You have my attention. Evolution? Ha! Let's get this over with. So, Zagarov sammelt auch fleißig, wie ich sehe. So, die kriegen das hin. No problemo. Und hier ordentlich auf Zagara drauf. Das verschafft uns ordentlich Zeit. So, hier sollten wir vielleicht noch ein paar Drohnen machen. Und noch einen Overlord. Hier ist die Evolution Chamber fertig. Melee Attack bitte. So weit, so gut. Achso, wir können noch ein paar Queens machen. Ruhig ein paar in die Warteschlange. Komme ich eh so schnell nicht zurück. I'll destroy them if I get a chance. The swarm hungers. The swarm never rests. Attacke. There's not much time. What is it now? You have my attention. There's not much time. Yes? So. Das klappt ja ganz gut. Auch wenn Kerrigan dann fast immer alleine übrig bleibt. Out with it. What is it now? Warum habe ich denn immer Kerrigan in der Kontrollgruppe drin? Verdammt, da. Mist noch eins. So, Zerklinge ohne Ende. Ja, kannst du auch gerne machen. Hauptsache, ich habe mehr. Krieg mehr Eier als du. The swarm never rests. So, noch ein paar Queens. Ruhig noch eine Drohne. Wie viel habe ich? Gleich habe ich 16. 16 ist so die magische Grenze. Mann, dauert das ewig. Und Zerklinge. Und ruhig mal ein paar Banelinge hinterher. Extractor brauche ich. So, das Ding ist gleich hinüber. Sehr gut. One of the infested Terran structures. One more remains. Who asked you? Out with it. Ach, ich weiß, warum ich die ganze Sache falsch angehe. Das ist hier nämlich Team 1. Und das ist Team 3. Das ist das Problem. So, jetzt sollten wir erstmal genug Vespingas haben. Noch ein paar Drohnen hinterher. Ein Overlord. Mutation ist fertig. Dann können wir den Carapace als nächstes machen. Attacke! So, und ab zu Zagara hier. Haben zwar eine ziemlich kleine Armee,
Aber so riesig ist ihre auch nicht. This one's mine. There's not much time. What is it now? Speak quickly. You have my attention. Und wenn sie weg ist, dann glaube ich, verstecken sich die anderen, wollte ich gerade sagen. Anscheinend nicht. Yes? The swarm hungers. This world. So, Zerglinge und Queens. Und die lassen wir mal hier versammeln, alle. Ach ja, und Drohnen nicht zu vergessen. So, Carol Pass ist immer noch nicht. Jetzt. Ja, bisher stelle ich mich noch nicht so wunderbar hier an, aber das kommt schon noch. Und bisher habe ich es ja noch geschafft, was ich alles wollte. So, muss nur langsam mal ein bisschen mehr Eier suchen. Ist ja wie Ostern hier.